Diese Brennkammertechnologie steht für eine emissionsarme und sichere Wasserstoffverbrennung. Die Zielsetzung von Professor Suttrop Anfang der 1990er Jahre an der FH Aachen war die Entwicklung eines stickoxidarmen Wasserstoffbrennverfahrens für die Gasturbinenbrennkammer. Die Anwendbarkeit der Verbrennungstechnologie wurde im Rahmen der Grundlagenforschung durch Professor Funke und Team am Prüfstand der FH Aachen erfolgreich bestätigt. Wir haben bei der B&B AG bei der numerischen Simulation zunächst die niederenergetischen Flammen simuliert, die Modelle angepasst und dann auf Basis dieser Ergebnisse die Simulationen in den Hochdruckbereich für die Gasturbine überführt. Basierend darauf, auf diesen Erkenntnissen, wurden dann die ersten Brennerköpfe für den realen Betrieb designt. Und diese Herstellung und Entwicklung, die war dann in Japan. Das, was dann dort hergestellt wurde, wurde hierher gebracht und hier getestet. Zunächst war es unbedingt erforderlich, dass eine solche Brennkammer hier an diesem Hochdruckprüfstand auch unter den Bedingungen getestet wird, wie die einer realen Gasturbine zu finden sind. Hoher Druck, hohe Energiedichte, das ist in der Form einzigartig nach einem solchen Prinzip hier in Aachen möglich. Wir haben in Japan auch unsere Testanlagen. Unser Brennkammerprüfstand beispielsweise geht bis 2 Bar. Und hier können Sie weitaus höhere Drücke testen. Und das ist die Besonderheit, sodass wir das, was wir in Japan hergestellt haben, dann hier testen konnten. Erst als diese Versuche hier erfolgreich gelaufen sind, konnte man den Schritt wagen, eine solche Brennkammer auch in das Produkt, in die Gasturbine zu implementieren und zu betreiben. Und durch weitere Entwicklung wurden dann die Prototypen verbessert und sodass sie dann auch für den kontinuierlichen Betrieb dann in einer realen Anlage geeignet war. Nur durch so eine Technologie ist es möglich, jetzt in Gasturbinen Wasserstoff sicher, emissionsarm und vor allen Dingen CO2-frei zu verbrennen.